möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Ausstellung Steinreich, das Schneidhaus der Fugger. Wir mussten noch kurz warten, bis das Hybrid auch angeschaltet ist, damit es auch im Internet zu sehen ist. Also wie gesagt, ganz herzlich willkommen zu dieser Ausstellungseröffnung. Freue mich sehr, wieder mal hier im Anatomiesaal in der großen Menge Besucher, im Gartensaal, Besucherinnen und Besucher, die Frau Rosing hat schon ganz strafend mich angeschaut, im Gartensaal Besucherinnen und Besucher zu sehen, haben wir jetzt einige Zeit leider durch äußere Umstände in dieser Form nicht sehen können. Ein ganz besonderer Gruß gilt der Bürgermeisterin, Frau Dr. Dennecke Stoll. Ich begrüße meinen Stadtratskollegen Dr. Manfred Schumann und den Bürgermeister von Neustadt an der Donau, Herrn Thomas Memmel. Ich begrüße die Hausherrin, Frau Professor Dr. Reusinger und die Kuratorin Monika Weber. Ich begrüße Herrn Dr. Stefan Birkle. Er ist vom fürstlich-gräflichen Fuggerschen Familien- und Stiftungsarchiv Dillingen. Ich muss es ablesen bei dem relativ komplizierten Namen und wird nachher zur Ausstellung kurz sprechen. Und ich begrüße die Frau Dr. Annemarie Kinselbach, die wissenschaftliche Bearbeiterin des DFG-Projekts und möchte Sie damit alle ganz herzlich willkommen heißen. Die Ausstellung ist Ergebnis eines DFG-Forschungsprojektes mit dem auch nicht ganz kurzen Titel »Das Schneidhaus der Fugger in Augsburg, ein chirurgisch-kuratives Hospital in der frühen Neuzeit«. Und es ist mit Sicherheit eine Auszeichnung, dass ein Museum wie das Deutsche Medizinhistorische Museum, eher ein kleines Haus, wenn man es mit großen deutschen Museen vergleicht, ausgezeichnet wird mit so einem Forschungsprojekt, das hier am Haus stattgefunden hat. Das ist ja ein Kompliment an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die Leitung, die ich gerne an dieser Stelle weitergeben möchte. Es zeigt sich damit, dass Museen eben nicht nur Orte des Ausstellens, des Bewahrens, des Vermittelns, des Erhaltens sind, sondern auch Orte der Forschung und der Erforschung der Bestände, die dort vorhanden sind. Der Abschluss des DFG-Projektes und die Ausstellung passt aber auch sehr gut zu unserem Jubiläum 550 Jahre Bayerische Landesuniversität Ingolstadt. Vor 50 Jahren wurde das Medizinhistorische Museum gegründet. Es gibt ja einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Uni und diesem Gebäude und es gibt einen Zusammenhang zwischen 500 Jahre Universitätsgeschichte und der Eröffnung dieses Museums. Also insofern ist es auch von der Seite her ein sehr schönes Zeichen, dass wir heuer in diesem Jahr diese Ausstellung eröffnen können, die übrigens eine relativ lange Laufzeit hat. Auch dies ein Thema, das wir in allen Museen etwas ändern werden, um mit dem Projekt nachhaltiger zu werden, nicht ständig umbauen zu müssen, was ja doch erhebliche Kosten und vor allem auch einen erheblichen Verbrauch von Material mit sich bringt. Das ist ein Beitrag der Museen zur Nachhaltigkeit. Das Thema beschäftigt uns auch im Kulturbereich sehr. Ausgangspunkt der Forschung war das reich illustrierte Manuskript, das die Förderergesellschaft 2016 für das Museum erworben hat. Ich möchte an der Stelle ganz herzlich den Vorsitzenden der Fördergesellschaft, den Herrn Pütz, begrüßen und tut es nicht ganz uneigennützig. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere hier im Raum noch nicht Mitglied in der Fördergesellschaft ist. Das können Sie heute Abend nachholen. Man sieht auch, wie gut die Mitgliedschaft ist und zu welchen fruchtbaren Ergebnissen sie führt. Frau Dr. Kinselbach wird diese sensationelle Quelle nachher noch näher vorstellen. Auf jeden Fall haben die Forschungen gezeigt, dass das von den Fuggern im 16. Jahrhundert geschiftete Schneidhaus ganz ähnlich funktioniert hat wie eine moderne chirurgische Klinik. Im Schneidhaus arbeitete ein festangestellter, hervorragend qualifizierter Schneidarzt. Und es hatte eine kurative Ausrichtung, das heißt, es ging um das Heilen und nicht um das Versorgen der Patienten. Und im Rahmen des Projektes wurde weder in Italien noch in Spanien noch sonst wo eine vergleichbare Einrichtung gefunden. Insofern kann man, glaube ich, zu Recht von der ersten chirurgischen Klinik der Welt sprechen. Die Behandlung war kostenlos. Es gab aber doch zwei kleine Einschränkungen. Erstens mussten wir mittellos sein und zweitens mussten wir katholisch sein. Auch ganz interessant ist, dass es überwiegend um Eingeweidebrüche und Steine ging, darum heißt die Ausstellung ja auch steinreich, also Operationen im Bauchraum. Diese ganzen Untersuchungen dieses Manuskriptes konnten auch gegengesichert werden durch das, was im Archiv in Dillingen liegt, im Fuggerarchiv in Dillingen. Und dazu wird uns nun der Herr Birkle einführen und damit die Überleitung zur Ausstellung herstellen. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend, bedanke mich noch einmal bei allen, die in der Vorbereitung beteiligt waren und gebe das Wort weiter an Herrn Birkle. Vielen Dank. Leihgaben aus Archiven, meine Damen und Herren, sind für Ausstellungsmacher oft ein zweischneidiges Schwert.
Einerseits gibt es in Archivalien vieles zu entdecken. Alte Dokumente haben auch eine besondere Wirkung und ihren ganz eigenen Charme. Andererseits aber sind solche Archivalien in vielen Fällen das, was Museumsmenschen gerne als Flachware bezeichnen. Damit ist jetzt in Abgrenzung zu anderen meist dreidimensionalen Ausstellungsobjekten vor allem gemeint, dass es sich eben um zweidimensionale schriftliche Zeugnisse oder eben ganz salopp formuliert um flaches Papier handelt. Wenn dieses Papier dann auch noch ohne große Verzierung oder Farbigkeit auskommt, mit ellenlangen Texten beschrieben ist und manchmal selbst Fachleute beim Entziffern Probleme bekommen, dann ist in einer Ausstellung natürlich die Gefahr groß, dass solche Dokumente etwas untergehen. Die einzelnen Schriftstücke werden dann nicht mehr als eigenständige Ausstellungsobjekte wahrgenommen, die auch ihre eigene Geschichte zu erzählen haben, sondern zum Beispiel nur noch als das 10. Blatt altes Papier. Die Leihgaben aus dem Fugger-Archiv, die wir für diese Ausstellung bereitgestellt haben, sind allesamt Flachware. Dennoch denke ich aber, dass die gerade geschilderte Gefahr hier nicht besteht. Es hat mehrere Gründe. Zunächst betrifft es ganz klar den Inhalt der Schriftstücke. Optisch können Sie ganz sicher mit dem von Herrn Engert gerade schon erwähnten schönen farbigen Blasenstein-Manuskript nicht mithalten, aber inhaltlich liefern die Dokumente aus dem Fugger-Archiv eben nicht nur wertvolle Ergänzungen zu diesem Manuskript und anderen Dingen, sondern in vielen Fällen überhaupt erst die Antworten auf zentrale Fragen zum Schneidhaus. Genaueres dazu werden Sie im Lauf des heutigen Abends mit Sicherheit noch hören. Ganz allgemein kann man aber an dieser Stelle aber vielleicht schon einmal sagen, dass es erst durch das Zusammenbringen dieser in sich verzahnten, aber doch an unterschiedlichen Orten aufbewahrten Überlieferungen zum Schneidhaus überhaupt erst möglich ist, ein möglichst vollständiges und lebendiges Bild des Schneidhauses zu zeichnen. Damit sind wir dann bei einem weiteren zentralen Punkt angekommen, denn dieses Zusammenbringen und Auswerten und Aufbereiten der Ergebnisse bedeutet zunächst einmal eins, nämlich Arbeit. Und zwar so viel Arbeit, dass es für ein langjähriges und groß angelegtes DFG-Forschungsprojekt gereicht hat, das eben von Frau Kinzelbach forschend bearbeitet wurde. Für uns im Archiv hat es bedeutet, dass wir im Gegensatz zu manch anderer Ausstellung nicht einfach nur Leihgaben zur Verfügung gestellt haben und die Sache damit für uns quasi erledigt war, sondern dass zum Thema bei uns im Haus eben intensive Forschungen stattgefunden haben und die Archivbestände zum Schneidhaus genau durchleuchtet wurden. Frau Kinzelbach wurde dadurch in den letzten Jahren, ich denke, man kann es so sagen, eben nicht nur zu einer Stammkundin im Fugger-Archiv, sondern zwischen ihr als Vertreterin der forschenden Wissenschaft und dem Archiv ergab sich auch ein reger Austausch, der, und das ist jedenfalls mein Eindruck, für beide Seiten gewinnbringend war. Auf der Seite vom Fugger-Archiv, auf unserer Seite also, war da zunächst noch mein Vorgänger Franz Karg federführend mit dem Projekt betraut, der so sein Wissen und seine langjährigen Erfahrungen als Archivar des Fugger-Archivs mit einfließen lassen konnte. Doch lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal ganz kurz an den Anfang des Projekts zurückgehen. Als im September 2019 war es, glaube ich, hier in Ingolstadt der Kick-Off-Workshop, also die Auftaktveranstaltung für das Schneidhaus-Projekt, stattfand, steckten die Fuggerschen Stiftungen und damit auch das Fugger-Archiv, das dabei durch eigene Forschung und historische Hintergrundinfos und Inhalte lieferte, schon mitten in den Vorbereitungen für das 500-jährige Stiftungsjubiläum, das im Jahr 2021 und noch bis heuer 2022 gefeiert wurde. Denn am 23. August 1521 waren die ersten drei der bis heute bestehenden 9 Fuggerschen Stiftungen in einer gemeinsamen Urkunde rechtlich fixiert worden. Als heute bekannteste dieser Stiftungen stand die Fuggerei im Zentrum dieser Jubiläumsfeierlichkeiten. Es entstand da ein neues Buch zur Fuggerei. In der Fuggerei wurden die Museen neu gestaltet und auch inhaltlich komplett überarbeitet. Die Fuggerei bildete dann auch den Rahmen für die eigentliche Festwoche
und zuletzt fand zum Abschluss der Feierlichkeiten auf dem Augsburger Rathausplatz ein mehrwöchiges Veranstaltungsprogramm statt. Ein Holzpavillon, der wieder einem Fuggereihaus nachempfunden war, bildete dabei den Mittelpunkt. Seitens der Stadt Augsburg gab es zudem noch eine große Ausstellung im Maximilianmuseum mit dem Titel Stiften gehen. Und in dieser Ausstellung wurden anlässlich des Jubiläums die komplette städtische Stiftungslandschaft in den Blick genommen. Im Fokus stehen sollte jedoch, und das war den Fuggerschen Stiftungen von Anfang an wichtig, aber nicht die Fuggerei allein, sondern auch alle anderen Stiftungen. Und so passt es eben auch von unserer Seite wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, dass mit dem Fuggerschen Schneidhaus eine der 8 weiteren Stiftungen nun intensiver erforscht und in den Blick der Öffentlichkeit gerückt werden sollte. Natürlich läuft jetzt ein so groß angelegtes Projekt in den salzischen Fällen völlig problemlos ab. Auch das Schneidhausforschungsprojekt hatte dabei die eine oder andere Hürde zu überwinden. Im Herbst 2019 gestartet und eben jetzt 2022 abgeschlossen, fiel seine Laufzeit zu großen Teilen mit der Corona-Pandemie zusammen. Dass eben unter diesen Rahmenbedingungen Archivreisen und Forschungsaufenthalte auch bei uns im Fuggerarchiv in Dillingen erschwert wurden und es vor allem keine wirkliche Planbarkeit gegeben hat, sei hier noch einmal ganz kurz in Erinnerung gerufen. So waren die Archive aufgrund gesetzlicher Regelungen zeitweise ja für den Benutzerverkehr komplett gesperrt. Dann hing die erlaubte Benutzeranzahl von der Quadratmeteranzahl des Lesesaals ab. Dann entschieden Inzidenzwerte über die grundsätzliche Öffnung von Archiven oder darüber, mit welchem Test oder Impfnachweis man ins Archiv durfte oder eben auch nicht. Änderungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen waren ebenfalls etwas, was man in dieser Zeit mit großem Interesse verfolgte, um überhaupt den Überblick darüber zu behalten, unter welchen Rahmenbedingungen Archivbesuche gerade möglich waren oder ob sich irgendwelche Auflagen kurzfristig verschärft haben oder ob sie gelockert wurden. Und schließlich bestand sowohl für den Archivar als auch für den Archivbenutzer immer noch die Gefahr, dass ein Archivbesuch durch einen eigenen positiven Test oder den Kontakt mit einem Infizierten in letzter Sekunde doch noch platzen konnte. Rückblickend betrachtet haben aber alle diese Begleitumstände die Archivforschungen zum Fuggerschen Schneidhaus sicher zwar hin und wieder etwas behindert, vielleicht auch verzögert, den erfolgreichen Abschluss des Projekts konnten sie aber nicht gefährden. Als dann vor einem guten Jahr im Rahmen unserer Jubiläumsfeierlichkeiten und vor dem Hintergrund der Neugründung einer medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg die medizinhistorische Tagung Augsburg Stadt der Medizin stattfand, konnten dort bereits durch Vorträge von Frau Rösinger und Frau Kinzelbach neueste Forschungsergebnisse zum Schneidhaus präsentiert werden, die auch mit großem Interesse aufgenommen wurden und im Tagungsband festgehalten sind. Heute steht hier nun die Eröffnung der Ausstellung zum Schneidhaus an. Zunächst freue ich mich aber noch auf die Ausführung von Frau Kinzelbach, von Frau Rösinger und von Frau Weber, die uns allen noch Einblick in den Stand der Forschung und in die Konzeption der Ausstellung geben werden. Die Ausstellung selber habe ich, wie wahrscheinlich die meisten hier im Raum, drin noch nicht sehen können. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Angesichts der spannenden Thematik und dem, was ich im Vorfeld schon so rausgehört habe, was Aufbereitung und Umsätze der Inhalte angeht, bin ich mir aber sicher, dass wir alle viel Interessantes entdecken werden und sich dabei auch vielleicht die Flachware aus dem Fuggerarchiv als etwas darstellt, was sich lohnt, näher anzuschauen, um die Geschichten, die hinter dem Papier stecken, etwas näher kennenzulernen. Damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt freue ich mich, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick
oder einen punktuellen Einblick in die Forschung als Prozess vorstellen darf. Ah, danke. Das erste Bild, bitte. Sehr schön. Sie sehen hier das Ingolstädter Manuskript. Schon der Umschlag deutet mit seinen Alterungsspuren und Verzierungen auf eine lange Geschichte. Sie schlagen das Manuskript interessiert auf und was begegnet ihnen? Nichts. Sie blättern weiter, nichts. Sie blättern weiter, nichts. Dann etwas, 22 herausgeschnittene Seiten mit gealterten Schnittspuren. Es fehlen die üblichen Angaben, kein Titel, kein Autor, kein Ort, keine Angaben zur Entstehungszeit. Was tun? Weiter blättern. Endlich eine Spur, ein Wappen. Da braucht man als Hilfsmittel die Ergebnisse heraldischer Forschung. Und wir haben durch Abgleich mit Wappenbüchern herausgefunden, dass es sich bei diesem lorbeerumkränzten Wappen um das der Fugger von Kirchberg und Weißenhorn handelt. Dann, wenn wir wieder weiterblättern, stoßen wir auf 19 vergleichbar gestaltete Doppelseiten. Die sind nicht nur vergleichbar gestaltet, sondern auch sehr aufschlussreich. Hier links sehen Sie Textkästchen und diese enthalten Personennamen, Altersangaben, Herkunftsangaben, Angaben zu einem Leiden sowie dessen Behandlung. Links oben steht beispielsweise Ulrich Niederwalder von Schwarz bei 31 Jahren ohne Einschnitt am Bruch. Daneben Jakob Haslach von Ebersbach bei 64 am Bruch mit einem Schnitt. Wer mit früher Neuzeit und Medizingeschichte vertraut ist, der weiß, dass bei Bruch nicht ein Beinbruch gemeint ist, sondern ein Eingeweidebruch. Diese wurden also mit Schnitt, das heißt durch eine Operation, oder ohne, das heißt konservativ, wie wir herausfanden, durch ein Bruchband behandelt. Auf der rechten Seite enthalten die Textfelder vergleichbare Angaben mit einer Ausnahme. Das Leiden wird nicht erwähnt. Stattdessen sind hier farbige Objekte zu sehen, die Marion Maria Rüsinger Entschuldigung, als Blasensteine identifizierte. All diese Personenangaben haben wir zunächst mal systematisch erfasst und ein Ergebnis will ich vorab erwähnen, nämlich dass die Herkunft aus weit entfernten Orten wie Schwarz, Augsburg, Ingolstadt keine Ausnahmeerscheinung war. Und Ingolstadt sehen Sie hier als Beschriftung von diesem Blasenstein. Und jetzt bitte weiter. Dieser Blasenstein gehörte Niklaus Kurz, dem 20-jährigen Ingolstädter, wurde er entnommen und auf ihn fiel unsere Wahl einer Begleitfigur durch verschiedene Stationen der Ausstellung. Das ist darauf zurückzuführen, dass eine hohe Informationsdichte zur Familie von Niklaus Kurz im Ingolstädter Stadtarchiv dank der tatkräftigen Unterstützung durch Frau Wittmann leicht erschließbar wurde. Aber es bleiben natürlich weitere Fragen. Wann, wo, durch wen wurde Kurz behandelt? Folglich weitere Archivbesuche in anderen Archiven und das erwähnte Wappen in Kombination mit den beschriebenen Doppelseiten wies uns den Weg ins Fugger-Archiv in Dillingen. Und dort
stießen wir auf Rechnungsbücher für eine Schneidhausstiftung der Fugger in Augsburg. Diese enthalten Informationen zu Tausenden von Kranken und detailliert sind sie erhalten für die Jahre ab etwa 1570 bis 1630. Und die Einträge lauten dann, oh, bitte weiter, Entschuldigung. Also hier das Rechnungsbuch. Und die Einträge lauten dann so wie dieser vergrößerte Auszug zur Nummer 41. Hans Schlinger, Alhi, bei 50 Jahren am Bruch, laut Zettels, 11. Februar anno 1611, ist 8 Wochen gelegen, Gulden 9,36. Wir haben dann 1526 solcher Personendaten aus den Rechnungsbüchern ausgewertet und haben so Zusatzinformationen zum Aufnahmedatum, zur Aufenthaltsdauer, zur Übernahme der Gesamtkosten durch die Stiftung sowie dahinterliegende bürokratische Prozesse erhalten. Das nächste bitte. Der Abgleich zwischen Ingolstädter Manuskript und den Rechnungsbüchern lieferte dann Zusatzinformationen oder sich ergänzende Informationen. Zum Beispiel, das Manuskript ergänzt die Angaben zum vorhin erwähnten Hans Schlinger durch die Information mit einem Schnitt, also durch eine Operation. Das war im Rechnungsbuch nicht vermerkt. Andererseits, die Rechnungsbücher lüften so einige Manuskriptgeheimnisse. So wird zum Beispiel der Behandlungszeitraum der Kranken im Manuskript klar. Der lag nämlich im Gesamtzeitraum von 1610 bis 1625. Und wir wissen, wer die 703 Manuskriptpatienten oder Kranken behandelt hat, nämlich ein Chirurg namens Mariano Marini. Das nächste bitte. Nun kann man aus Tabellen auch visuelle Informationen gewinnen und eine solche Karte erstellen. Die geografische Darstellung der Herkunftsverteilung von 703 Personen des Manuskripts sehen Sie hier repräsentiert durch die blauen Kreise zwischen einer und 15 Personen. Bei 15 haben wir einen Schnitt gemacht, das betraf aber nur Augsburg. Allerdings war das Umwandeln von den vorliegenden Excel-Tabellen in solche Karten mit verschiedenen methodischen Schwierigkeiten verbunden, denn historische und gegenwärtige Ortsnamen unterscheiden sich. Orte wie das eingangs erwähnte Ebersbach gibt es 20 Mal in Deutschland, andere gar nicht mehr. Und wir konnten das mit Hilfe von historischen und rezenten Ortsnamenbüchern zum Teil klären. Andere Klärungen musste man durch einen Abgleich mit Fuggerterritorien vornehmen. So zeigt es sich, dass die Kranken aus Pfaffenhofen an der Roth kamen. Und in diesem Zusammenhang gilt mein Dank David Wimmer, unserer studentischen Hilfskraft, denn er hat diese Karten erstellt. Zu den Ergebnissen möchte ich noch kurz erwähnen, dass aus Augsburg 65 der 703 Personen im Manuskript kamen, also nur 9%, was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass es sich da um eine große Stadt handelte. Die Mehrheit kam aus heute schwäbisch und bayerischen Orten in Augsburgs Umkreis von 60 bis 80 Kilometern. Ein durchaus erheblicher Anteil, aber kam aus Orten, die so weit entfernt waren wie Schwarz in Tirol, also 160 Kilometer und mehr.
Und jetzt staunt man und denkt, ja, wie ist das denn zu erklären? Und dann macht man Forschungsergebnisse zum Forschungsinstrument. Und jetzt hätte ich gern die nächste Karte. Was Sie hier sehen, das ist ein Vergleich verschiedener Zeiträume. Die gut überlieferten Jahre 1586 bis 89 sind in Gelb abgebildet. Die 23 Jahre zwischen 1600 und 1630, die gut überliefert waren, in Rot. Und unsere Manuskriptpatienten in Blau. Und was man aus diesem Vergleich sehen kann, ist, dass sich die Herkunft aus weit entfernten Orten wie Schwarz, wenn man sich mit der Fugger-Geschichte beschäftigt, mit den wirtschaftlichen Interessen der Fugger deckt. Denn deren Finanzen waren beispielsweise abhängig von Erträgen der Erzgruppen in Schwarz. Ein gleichbleibender Anteil von Kranken, wie beispielsweise im Burgau, dokumentiert eine konstante politische Zielsetzung der Fugger, nämlich ein Territorium der verbündeten Habsburger durfte immer gleich viele Kranke nach Augsburg schicken. Ein abnehmender Anteil von Kranken wie in Mindelheim dagegen zeigte eine Umorientierung der Fugger. Denn Christoph Fugger heiratete eine Erbin der Herrschaft Mindelheim und als Christoph starb, ist im Jahr darauf, im Jahr 1617, nach seinem Tod, der bayerische Herzog in die Herrschaft Mindelheim einmarschiert und damit verloren die Fugger das Interesse an diesem Territorium und keine Kranken aus Mindelheim kamen mehr. Ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen, aber Sie sollen ja die Ergebnisse in der Ausstellung anschauen dürfen und über die wird Ihnen nun die beiden Kuratorinnen und die Chefin des Museums und der Ausstellung mehr erzählen. Vielen Dank. Zunächst möchte ich noch mal meiner Freude Ausdruck geben, hier den Laden wieder mal so voll zu haben. Wir haben das wirklich vermisst und es ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass wir eine Ausstellung wieder hier in der Anatomie eröffnen. Es ist ein für mich wirklich sehr schöner, beglückender Anblick und einen großen Dank an die Gäste, die hier hinter der Tür nebenan im Foyer den Livestream verfolgen, die keinen Platz hier mehr gefunden haben. Danke, dass Sie trotzdem geblieben sind und beim Wein und bei der Aufstellung sind wir dann wieder beieinander. Sie haben jetzt viel erfahren über das Forschungsprojekt aus der Seite des Archivars, aus der Seite der Wissenschaftlerin. Vor etwa einem Jahr ging das Projekt in sein drittes letztes Jahr, das Konzept des Forschungsprojektes war so angelegt, dass wir im dritten Jahr halb Wissenschaft und halb Ausstellung parallel laufen lassen. Und so haben wir uns zu Beginn dieses dritten Jahres, letzten Januar, getroffen mit dem kompletten Team unseres Museums, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in einem ganztägigen Workshop, um zu überlegen, wie machen wir das. Wir standen vor der Herausforderung, die Übergabe zu machen von der Forschung in die Ausstellung, was keine Übergabe sein sollte, keine Übergabe eines fertigen Pakets. Aber wir mussten ja erfahren, was hat Frau Kinzelbach eigentlich getan in diesen zwei Jahren? Was sind die Quellen, die sie entdeckt hat, die Bilder, die Objektideen, die Forschungsergebnisse? Und gleichzeitig mussten wir dauernd parallel denken, was könnte davon interessant sein für eine breitere Öffentlichkeit? Nicht für die Forscher-Community, nicht für die Fachzeitschriften, für Sie, für die Ingolstädter, für das breitere Publikum, das unser Museum besucht. Wie machen wir aus der Forschung eine Ausstellung? Und da war, Frau Wittmann, Ihr Name ist heute schon mal gefallen, dieser Niklas Kurz, den Sie
zu Beginn unseres Projektes aus der Tasche gezogen haben, der war wirklich unsere Rettung. Denn dieser Niklas Kurz, dieser Ingolstädter Blasenstein-Patient, hat sich verfolgen lassen von Ingolstadt über Augsburg bis an seinen letzten Wohnort nach Wien, sodass wir hier eine Lebensgeschichte hatten, nur mit Informationssplittern, aber immerhin. Und dann war die Entscheidung eigentlich ganz schnell gefallen, in diesem ersten großen Kick-Off-Treffen für die Ausstellung, so machen wir das. Wir erzählen nicht den Weg der Forscherin, Entschuldigung, Annemarie, so interessant es gewesen wäre. Wir erzählen nicht, wie die Forschung funktioniert hat, sondern wir versuchen, den Patientenweg zu begleiten. Nicht nur den Weg des Niklas Kurz, das wäre zu wenig gewesen, sondern an seinem Beispiel auch immer den ganzen Hintergrund beleuchten, aber eben am Schritt, dem Narrativ des Patientenweges, der Patientengeschichte entlang. Das fanden wir schon eine ziemlich gute Idee. Aber dann standen wir vor dem nächsten Problem. Wie macht man das? Geschichten erzählen, wer wieder Text, noch mehr Text in der Ausstellung, das liest kein Mensch. Es geht nicht, den Niklas Kurz über Text in die Ausstellung zu holen. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und was wir uns haben einfallen lassen, ist das hier. Das ist die erste Begegnung mit dem schmerzverzerrten jungen Ingolstädter Niklas Kurz. Er wacht auf und blickt in ein Objekt, das Sie auch als allererstes sehen werden, wenn Sie die Ausstellung betreten, das am Beginn des Leidensweges eines Blasenstein-Patientes steht. Und dieses Objekt wird Ihnen Frau Weber vorstellen. Darf ich schon weiterklicken? Ja, dürfen Sie, genau. Niklas Kurz kann also nicht mehr richtig schlafen, er hat auch Schmerzen im Unterleib und er leidet auch häufig am Harndrang. Was tut er dann in dieser Situation mit seinen Beschwerden? Er wird einen Blick in diesen Nachttopf werfen, in einen Nachttopf, der so ähnlich vermutlich ausschaut wie dieser hier, aus dem 17. Jahrhundert, den wir auch aus dem Maximiliansmuseum in Augsburg für die Ausstellung leihen konnten. Er wirft also einen Blick in diesen Nachttopf, einen vermutlich besorgten Blick und vermutlich sieht er dort auch Sand und Grieß, vielleicht sogar auch trüben oder sogar blutigen Urin. Und er stellt sich vielleicht die Frage, Stein oder nicht Stein? Und das ist tatsächlich auch die Überschrift unseres ersten Kapitels in der Ausstellung. Genau, für Niklaus Kurz eröffnet sich in dem Moment jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen der Weg in die Apotheke und Arzneien zu besorgen, die ihm vielleicht den Stein auflösen. Die andere Möglichkeit ist, die auch immer da ist, die Hoffnung auf himmlische Hilfe und die Anrufung spezieller Heiliger. Genau. Es gibt auch tatsächlich mehrere Steinheilige, wenn man sie so nennen will. Und einer ist auch hier auf diesem rechten Flügel zu sehen. Es handelt sich hier um den heiligen Liborius, der Patron gegen Sand und Grieß. Und in seiner Hand, die er jetzt emporstreckt, sehen Sie, vielleicht können Sie es erkennen, kleine Steine tatsächlich. In der Mitte des Altars sehen Sie noch den heiligen Kosmas und Damian und ganz links den heiligen Sebastian. Sie haben heute schon gesagt, der Nackerte mit den Pfeilen. Genau. Das muss nicht alles zitieren. Ich weiß, aber ich fand's gut. Genau, dass wir diesen Altar überhaupt zeigen können, da geht der Dank nach Hall in Tirol ans Stadtmuseum. Und dass wir überhaupt anfragen konnten, da geht der Dank an Alois Unterkircher, unseren Kollegen. Du hast uns verraten, dass es dieses Objekt gibt. Deswegen steht es jetzt hier. Genau. Genau. Zurück zu Niklaus Kurz. Was tun, wenn weder die Heiligen helfen, noch die Arzneien? Dann braucht es eben andere Wege und gebe ich gerne das Wort an Sie, Frau Munsinger. Ja, der arme Niklas Kurz. Die Arznei hat nicht geholfen, das Gebet hat nicht geholfen, da hilft nur noch das Messer. Das Messer, die Operation, der Steinschnitt. Aber der Steinschnitt birgt große Gefahren. Da möchte man einen möglichst guten Chirurgen finden. Das war damals nicht anders als heute. Sie kennen vielleicht diese Frage, wo ist ein guter Chirurg für mein Problem? Da grinst mich schon ein Chirurg an, ja klar. Und man muss es sich leisten können. Eine Operation muss bezahlt werden. Eine Operation bedeutet einen langen Krankenhausaufenthalt, eine lange Bettlägerigkeit, einen langen Verdienstausfall. Man musste sich das Ganze auch leisten können. Und da, so haben wir ein bisschen fabuliert, hat die Mutter von Niklas Kurz mitgekriegt, wahrscheinlich vom Bader in Ingolstadt, dass es dieses Schneidhaus gibt in Augsburg, wo ein hervorragender Schneidarzt arbeitet, das aber drei Bedingungen stellt, um dort aufgenommen zu werden als Patient. Man musste bedürftig sein, man musste katholisch sein, das hat beides gepasst für Niklas Kurz.
und man brauchte ein Empfehlungsschreiben. Und dieses Empfehlungsschreiben, das zeigen wir Ihnen in der Ausstellung, das Briefprotokollbuch aus dem Ingolstädter Stadtarchiv, in dem das Empfehlungsschreiben in Kopie erhalten ist, der Schein, der im Jahr 1624 für die Mutter von Niklaus Kurz ausgestellt wurde, damit ihr Sohn damit nach Augsburg gehen kann und eine Chance hat, bei den Fuggern im Stadthaus operiert zu werden. Dann geht diese Zettelwirtschaft, das ist so ein unserer flapsigen Arbeitstitel, diese Zettelwirtschaft geht weiter. Wir waren verblüfft, wie gut organisiert dieses Gesundheitswesen rund um das Schneidhaus war. Allerdings eigentlich auch gar nicht so verblüffend, denn es handelt sich um die Fugger. Das ist nicht ein Spital in Hinterdupfing. Das ist das Schneidhaus der Fugger. Und die Fugger waren eine Handelsgesellschaft, ein Handelshaus, die damals schon den Globus umspannte. Die wussten, wie Verwaltung geht. Und die haben auch ihr Schneidhaus durchverwaltet, dass es uns heute ganz modern vorkommt. Es gab sogar einen Überweisungszettel für die stationäre Aufnahme. Und der sah so aus. Einen solchen Zettel hat Niklaus Kurz bekommen, nachdem er mit dem Empfehlungsschreiben in der Hand zum Verwalter der Fuggereistiftung gegangen ist, dann ich überspringe jetzt die nächsten Schritte. Schlussendlich hatte er dann dieses Einweisungszettelchen in der Hand und mit dem Zettel konnte er beim Schneidhaus ans Tor klopfen, das große schwarze Holztor mit dem Engelsmotiv drüber und fand Einlass und wurde kostenlos operiert und versorgt auf Kosten der Fugger. Wir haben aus Dillingen, vielen Dank nochmal, Herr Birkle, mehrere dieser Originaleinweisungszettel ausleihen dürfen. Das ist für uns eine archivalische Sensation, dass es solche Zettel überhaupt noch gibt. Den Sie hier sehen, der stammt aus dem Jahr 1581, aus dem 16. Jahrhundert. Sie sehen sie nachher im Original in der Vitrine liegen. Jetzt haben wir viel vom Schneidhaus geredet, jetzt möchten wir auch ein bisschen mehr darüber erfahren. An der Stelle würde ich Ihnen tatsächlich gerne eine Abbildung des Schneidhauses zeigen. Was nicht geht, es gibt schlichtweg keine Abbildung. Was wir in der Ausstellung aber zeigen können, wo das Schneidhaus so ungefähr lag. Genau, und das ist ein Kupferstich von Paolo Forlani aus dem 16. Jahrhundert und er zeigt eben die Stadtansicht von Augsburg. Und auf diesem Plan sind, Sie sehen, klein eingeschrieben, kleine Nummern, die verschieden wichtige Gebäude markieren. Insgesamt werden auch 7 Hospitäler hier links unten genannt und dieser gelb markierte Bereich, der zeigt so ungefähr, wo das Schneidhaus am Rossmarkt zu sehen ist oder wo es stand. Wir zeigen in der Ausstellung auch noch andere Karten. Es gibt noch eine genauere Karte, den Schisslerplan, den Sie oben sehen können und Frau Annemarie Kinzelbach hat ja vorher schon die moderne Karte gezeigt, die auch die Herkunftsorte der Patienten zeigt. Wir wissen immer noch nicht, wie es ausschaut, wir wissen, wo es liegt. Und dann gab es in Dillingen im Fuggerarchiv eine ganz besondere Quelle noch tatsächlich, ein mehrseitiges Inventar, auch aus dem Jahr 1626. Und auch das können wir Ihnen in der Ausstellung zeigen. Und es listet grandioserweise neben allen Räumen, die es in diesem Schneidhaus gab, eben alle beweglichen Gegenstände auf, die sich dort befanden. Zum Beispiel Betten und Wiegen, kupferne Pfannen, Pantoffeln, Nachthauben, Bettwäsche aus Barchent und Leinen und vieles mehr. Genau. Und jetzt lassen Sie uns gemeinsam mit Frau Rösinger ins Schneidhaus hineingehen. Ja, und vor allem mit dem armen Niklaus Kurz, denn der wird mit sehr gemischten Gefühlen dieses Schneidhaus betreten haben. Es war seine Hoffnung, die er darauf gesetzt hat, dass er dort erfolgreich operiert wird, aber er wusste auch, dass ihn eine Leidenszeit erwartet, eine sehr schmerzhafte Operation und dann lange Wochen der Bettlägerigkeit. Als wir die Graphic Novel konzipiert haben und an der Stelle noch ein herzliches Grüß Gott an Pascal Maurer, da hinten sitzt er, denn eine Graphic Novel fällt nicht vom Himmel, die muss gezeichnet werden und Frau Weber hat einen gebürtigen Ingolstädter ausfindig, nein, nicht, einen in Ingolstadt aufgewachsenen, wie nennt man sowas, einen Graphic Novelisten ausfindig gemacht. Herr Maurer, genau, ist gut. Ein Illustrator, der schon einmal, Sie haben schon mal eine Graphic Novel gemacht zu einem Thema in Ingolstadt in der Zeit des 30-jährigen Kriegs und dachten wir, na, wenn er das schon mal gemacht hat, dann macht das vielleicht nochmal. Und er hat es nochmal gemacht, vielen Dank nochmal. Wenn Sie nachher Fragen haben, wie es mal so eine Graphic Novel macht, Sie sind bestimmt noch eine Weile da heute Abend, dürfen Sie Herrn Maurer ein Loch in den Bauch fragen, womit wir schon beim Thema wären.
Entschuldigung. Wir haben bei dieser Graphic Novel Niklaus Kurz begleitet auf seinem Patientenweg. Wir haben aber darauf verzichtet, ihn im Schneidhaus bei der Operation zu zeigen. Das ist ein Motiv, das nach unserem Empfinden nicht in das Medium der Graphic Novel passt. Die Operation, wirklich die Operationssituation, die haben wir Ihnen erspart. Wir haben dafür aber etwas ganz Großartiges. Wir haben, wenn man so möchte, als Ersatz für die Interpretation, die wir mit der Graphic Novel liefern, Originalbilder, natürlich nicht von Niklaus Kurz, aber es gibt in Lindau ein Manuskript, das von einem Schneidarzt erstellt wurde, von Strohmeier, der auch wieder verbandelt war mit Schneidärzten im Augsburger Schneidhaus. Ein Manuskript, viele Seiten stark, das sich ausschließlich der Behandlung des Bruchleidens widmet, dem Bruchschnitt. Und es gibt ein vergleichbares Manuskript in Dresden von Georg Bartisch, das sich dem Steinschnitt widmet. Beide nie publiziert, beide reich illustriert, beide öffnen für uns ein Fenster in die Welt im Schneidhaus, in die Welt rund um den Operationstisch. War es ein Tisch? Schauen wir mal. Hier sehen Sie einen solchen Einblick in die Situation vor der Operation. Für uns ungewohnt. Wir sind jetzt vor der Operation. Was sieht man hier? Der Patient sitzt im Badezuber. Dieses lange, aufweichende Bad hat zur Operationsvorbereitung dazugehört. Außenrum sitzen Männer kniend. Man sieht eindeutig die Beten. Das ist der Chirurg, sein Geselle und wahrscheinlich die Angehörigen des Kranken. Nachdem man sich ausführlich besprochen hat mit dem Chirurgen, versammelt man sich nochmal zum Gebet und bittet um Gottes Segen für die Operation. Weil man wusste, dass das Leben wie an einem seidenen Faden hängt. Und ohne Gottes Hilfe ist der beste Chirurg machtlos. Dieses Gebet, diese religiöse Perspektive zieht sich durch die Ausstellung vom ersten bis zum letzten Schritt. Vielleicht achten Sie mal drauf. Das Leben war damals einfach eingebettet in den Glauben, das ging gar nicht anders. Und eine so lebensgefährliche Situation wie die Operation allemal. Wir zeigen Ihnen einige dieser Reproduktionen. Wir werden Ihnen an dieser Stelle natürlich dann auch das Original zeigen, das Blasensteinmanuskript, das Sie schon kennen. Und natürlich, wer Operation sagt, muss auch irgendwann mal Instrument sagen. Hier zeigen wir auch die Objekte, mit denen operiert wurde. Das ist ein Schneidmesser, das mich geradezu in Verzückung versetzt hat. Das durften wir ausleihen aus Zürich, aus der großen medizinhistorischen Sammlung der Universität Zürich. Wir haben in ganz Deutschland kein solches Schneidmesser gefunden, was zeitgenössisch ist, was wirklich zu den Abbildungen passt in diesen Manuskripten. Und schauen Sie sich es nachher an, es ist einfach großartig. Und es ist groß, erschreckend groß. Und deswegen hier schon zur Information, man hat dieses Messer nicht mit der Klinge verwendet, nicht zum Schneiden, wie beim Brotschneiden, sondern man hat diese doppelschneidige Spitze verwendet und hat auf den Stein eher zugestochen, denn zugeschnitten. Deswegen war die Wunde nachher nicht so groß, wie man es auf den ersten Blick meinen möchte. Damit hat Niklaus Kurz seine Operation überstanden, aber aus dem Schneidhaus entlassen ist er noch lange nicht. Genau, die längste Zeit nämlich verbrachten die Patienten tatsächlich in der Krankenstube, so im Schnitt 8 Wochen lang. Und die Pflege war ganz besonders wichtig, denn so erklärt sich auch die lange Liegezeit. Die Wunde wurde nicht genäht, sondern sie wurde durch spezielle Verbände zusammengebunden und hat ihr die Zeit gegeben, sich allein, also quasi von innen heraus zu heilen, ohne dass weitere Infektionen entstehen. So kommt also diese lange Liegezeit zustande. Und wie gesagt, die Pflege der Patienten war enorm wichtig. Schneidhausvater und Schneidhausmutter und mehrere Mägde waren auch für die Patienten zuständig. Und in dieser Krankenstube, in der wir uns befinden, schlief auch eine dieser Krankenwärterinnen, die sich um die Patienten kümmerte. Und sie war zuständig für die Körperpflege, für das Anreichen von Nahrung und auch von Arzneien und tatsächlich auch für das seelische Befinden der Patienten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns zu dieser Zeit auch in der Zeit der konfessionellen Streitigkeiten befinden und den Fuggern tatsächlich sehr viel an der katholischen Entziehung gelegen war. Und so bekam die Krankenwärterin also einen weiteren Auftrag. Und zwar sollte sie den Kranken tagtäglich aus jesuitischen, frommen Büchern vorlesen und zum Beispiel auch mit den kleineren Patienten das richtige Bekreuzigen üben.
Damit die Religion auch sichtbar in der Krankenstube wurde, hing an jedem Bett eine Kreuztafel, von der es leider keine Abbildung gibt, und kleine Rosen, überhaupt Rosenkränze und vielleicht auch so ein kleiner Kinderrosenkranz, wie Sie ihn hier sehen, wie wir ihn in der Ausstellung zeigen können, den wir aus dem Diözesanmuseum in Freising ausleihen konnten. Genau, vielleicht haben Sie sich jetzt schon im Verlauf der Kurzführung gefragt, wie viele Patienten wurden geheilt, wie viele sind gestorben. Genau, und dazu übergebe ich gerne an Sie nochmal. Diese Frage wird immer wieder gestellt, auch bei Führungen in der Dauerausstellung, wenn wir hier die Operationsmethoden des 18. Jahrhunderts präsentieren. Ja, wie viele sind denn dann gestorben? Es gab ja keine Antibiotika, es muss doch Infektionen gegeben haben. All die Fragen, die sich automatisch aufdrängen, wenn man diese Operationen sieht. Und ich habe immer sagen müssen, tut mir leid, kann ich nicht beantworten. Sie hätten jetzt gerne eine Statistik. Aber es gibt keine Statistik zur frühen Neuzeit. Man hat keine Quellen, um hier statistische Aussagen zu machen. Es gibt Einzelfallbeschreibungen, vielleicht mal kleine Gruppen, aber eine Zahlengrundlage, dass man sagt, man kann eine vertretbare Statistik draus machen. So habe ich das immer gesagt, bis zu unserem Schneidhaus-Forschungsprojekt. Denn die Rechnungsbücher, die Frau Kinzelbach ausgewertet hat, die erlauben nun tatsächlich eine solche Aussage. Man kann diesen Rechnungsbüchern entnehmen, ob die Kranken gestorben sind oder ob sie gesund entlassen wurden. Wobei gesund oder geheilt natürlich mit einer gewissen Einschränkung zu verstehen ist. Das heißt nicht bei völligem körperlichen Wohlbefinden, aber doch wieder so gebessert, dass sie ihren Alltag leben konnten, ihrer Arbeit nachgehen konnten. Und diese Aussage konnten wir in weit über 1000 Fällen auswerten. Und sind dabei auf für mich auch verblüffende Zahlen gekommen. Wenn man es jetzt negativ fragt, also wie viele sind gestorben, dann ist die Aussage ungefähr 8%. Das heißt, über 90% haben ohne Antibiotika, ohne Intensivtherapie, ohne Infusionstherapie, ohne Anästhesie während der Operation, über 90% sind geheilt entlassen worden. Und das fanden wir eine wirklich bemerkenswerte Aussage, die auch dieses etwas negative Licht, diese negative Vorstellung, die in der breiten Öffentlichkeit immer wieder mal kursiert über die schreckliche Medizin der früheren Zeiten, die Hilflosigkeit der Chirurgen, doch wieder etwas relativiert. So, natürlich sind das keine Operationen in der Bauchhöhle. Also, das möchte ich auch noch mal betonen. Man hat damals nicht in der Bauchhöhle operiert, weil das nicht überlebt worden wäre. Es sind Operationen außerhalb der Bauchhöhle. Sowohl der Bruchschnitt als auch der Steinschnitt spielen sich außerhalb der Bauchhöhle ab. Aber es sind doch eingreifende Operationen mit einem gewissen Blutverlust, mit einer hohen Infektionsgefahr. Und trotzdem wurden sie in ja, fast immer, könnte man sagen, überlebt. Und das wäre für uns nochmal ein ganz spannendes Ergebnis, dass wir auch in dem letzten Text der Ausstellung geheilt oder gestorben, dann noch immer mit Zahlen, auch wenn Statistik ein bisschen langweilig ist, aber an der Stelle ist es einfach nötig, mit Zahlen vermittelt haben. Und das allerletzte, was man sieht in der Ausstellung, ist nochmal eine Graphic Novel, mit der fängt es an, mit der hört es auf. Wir sind dem Niklaus Kurz ja begegnet bei seinem ersten besorgten Blick in den Nachttopf. Und wir verlassen ihn dann viele Jahre später, im Jahr 1660, als er in Wien starb, mit 54 Jahren, an einem Lungenleiden, nicht an seiner Blasensteinoperation. Und das Bild, das wir dafür gewählt haben, das ist das Bild, wo er ein paar Jahre vorher ankommt in Wien, noch in der Montur des Soldaten des 30-jährigen Krieges. Und da haben wir ihn vor dem Stephansdom platziert und Herr Maurer, wir haben Sie ganz schön unter Druck gesetzt, den Altar vom Ingolstädter Münster und den Stephansdom. Das waren keine einfachen Motive, aber Sie haben das großartig gelöst. Vielen Dank nochmal dafür. An der Stelle möchte ich noch einige andere Dankesworte aussprechen. Die Ausstellung ist ja jetzt durchspaziert gemeinsam. Gleich am Anfang der Ausstellung können Sie auch mal nach links gucken, da hängt das große Impressum mit vielen, vielen Namen. Ich kann nicht allen danken. Ich denke, man sieht sehr eindrucksvoll, wie viele Mitarbeiter hier aus dem Hause, Zuarbeiter von verschiedenen Firmen, Leihgeber mitgewirkt haben, um diese Ausstellung möglich zu machen. Ihnen allen möchte ich
hier summarisch standen. Ganz besonders hervorheben möchte ich die großartigen Schreiner unseres städtischen Bauhofes, die wirklich alles gegeben haben, um unsere Wünsche zu erfüllen und um die Ausstellung rechtzeitig fertig werden zu lassen. Das war nicht selbstverständlich. Diese Leistung war ganz großartig. Vielleicht mal einen Applaus für die Schreiner. Und drei Namen muss ich an dieser Stelle noch nennen, möchte ich an dieser Stelle nennen. Das eine ist mein großer Dank an Monika Weber, die als Kuratorin der Ausstellung Großartiges geleistet hat, diese vielen Fäden zusammengeführt hat, unendlich viele Telefonate geführt, E-Mails geschrieben. Rund um die Uhr hatte ich manchmal das Gefühl, tätig war. Ich weiß nicht, wie das mit der Familie ging, aber es ging. Vielen Dank an die Kids und an den Mann, die da oben sitzen. Jetzt kriegt er die Mutter wieder zurück. Wir arbeiten jetzt schon viele Jahre zusammen und diese Erfahrung hat man gemerkt und die ist auch gebraucht bei der Ausstellung. Vielen Dank nochmal. Mein zweiter großer Dank gilt meiner Kollegin Ecke Schlottermüller. Wo sitzt sie hier? Für Frau Schlottermüller war das die, ich glaube, zweite Ausstellung jetzt, ist noch nicht so lange am Haus. Und ihr haben wir die Gestaltung des Raumes zu verdanken, die wunderbare Farbe, das Raumkonzept, aber auch das Plakatmotiv, alles, was an Grafik und Ausstellungsgestaltung dieser Ausstellung ihr Gesicht gibt. Frau Stottemüller, vielen Dank für diese tolle Leistung. Und mein letzter Dank, liebe Annemarie, geht an Frau Dr. Kinzelbach. Auch wir arbeiten schon lange zusammen in verschiedenen Forschungsprojekten. Und es war einfach großartig, dass du dich des Schneidhauses angenommen hast. Man braucht schon sehr, sehr viel Archiverfahrung und wirklich ein Biss und Zähigkeit, um da dran zu bleiben an diesen Archivalien. Das kann nicht jeder, das muss man hier auch nochmal ganz deutlich sagen. In der Medizingeschichte werden es immer weniger, die das können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du dieses Projekt bearbeitet hast. Es war hoffentlich nicht unsere letzte Zusammenarbeit, aber wahrscheinlich die letzte in dieser Größe. Nochmal vielen Dank und morgen gehen wir Mittagessen. Das haben wir verdient. Alle anderen, die ich jetzt nicht namentlich genannt habe, die zum Teil hier auch im Raum versammelt sind, ein großes Dankeschön an die Zusammenarbeit, Ausstellungsarbeit ist immer Teamarbeit. Das geht nie alleine, da muss alles ineinander greifen. Es war teilweise sehr eng, es waren auch ein paar Corona-Erkrankungen, wie überall im Leben, auch in dieser Ausstellungsvorbereitung, die uns ausgebremst haben. Aber es hat zum Schluss doch alles geklappt. Ich bin sehr erleichtert und dankbar, dass alle nochmal so Gas gegeben haben. Damit ist die Ausstellung jetzt eröffnet, der Ausschank ebenfalls. Und die beiden Gruppen hier im Gartensaal und im Foyer können jetzt endlich wieder zusammenkommen. Vielen Dank nochmal an die Geduld nach außen und uns allen einen schönen Abend.